geben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich denke, eine sehr unterhaltsame Urheberrechtsdebatte. Kann man nicht sagen, dass irgendwas trocken ist. Frau Sitte, es war eine schöne, launische Rede, das muss man mal einfach sagen. Und der Kollege Fiesek hat aber schon, lieber Kai Gehring, denke ich, sehr deutlich gemacht, dass die Koalition beim Thema Urheberrecht eben in drei großen Blöcken arbeitet, so möchte ich das sagen. Wir haben das Verwertungsgesellschaftsgesetz im ersten großen Block gehabt, sind jetzt beim Urhebervertragsrecht. Und der dritte Block, wie angekündigt und wie es auch im Koalitionsvertrag steht, wird die Bildungs- und Wissenschaftsschranke sein. Nichtsdestotrotz, lieber Kai Gehring, bin ich den Grünen ausdrücklich dankbar, dass wir das heute debattieren. Und wenn wir als Forschungspolitiker in den Antrag schauen, liegen wir da, glaube ich, inhaltlich nicht weit auseinander. Und man kann schon ein ganzes Stück Ihre Ungeduld verstehen. Und ich gestehe offen, dass das Bundesjustizministerium den Arbeitsauftrag aus dem Koalitionsvertrag ruhig etwas schneller bearbeiten könnte. Immerhin, der Gesetzentwurf, so hörte ich, liegt im BMJV mittlerweile vor. Und ich erwarte, dass er in Kürze in die Ressortabstimmung geht und dann auch entsprechend zügig hier im Parlament in erster Lesung behandelt wird. Weder die Bundesregierung noch der Bundestag waren allerdings in den letzten knapp drei Jahren untätig bei diesem Thema Wissenschaftsschranke. So haben wir, es wurde angesprochen von Seiten des BMBFs, die Frau Katharina Della Durantay beauftragt, die ein vielfältiges, viel beachtetes Gutachten vorgelegt hat und in der Tat damit eigentlich den fundiertesten Diskussionsvorschlag hier für eine allgemeine Bildungswissenschafts- und Bibliotheksschranke eingebracht hat. Worum geht es bei diesem Thema? Wir wollen gerne eine technologieoffene Regelung haben, die wir nicht nach jeder technischen Neuentwicklung wieder anpassen müssen. Wir wollen eine lesbare, verständliche Regelung aus einem Guss, das haben meine Vorredner auch betont, und wir wollen eine langfristige Rechtssicherheit für alle Beteiligten erreichen. Dass solche Regelungen möglich sind, zeigt im Übrigen ein völkerrechtliches Abkommen im Urheberrecht, die Berner Übereinkunft von 1886. Dieses hat nämlich den sogenannten Drei-Stufen-Test eingeführt, welcher bis heute Gültigkeit hat und Leitlinie für unsere Schrankenregelungen im Urheberrecht darstellt. Den sogenannten Schrankendschungel hat der Kollege Fliesek bereits angesprochen. Und es wurde auch gesagt, dass wir nun nicht alle Juristen sein müssen als Wissenschaftler oder Bibliothekar, um das Ganze zu verstehen. Von daher, denke ich, ist das Gutachten von der Frau Della Durantay ein sehr guter Diskussionsvorschlag. Sie arbeitet mit einer Generalklausel und mit dem Rechtsbegriff der Gebotenheit. Und die Schranke bleibt selbstverständlich vergütungspflichtig. Das möchte ich auch von unserer Seite noch einmal ausdrücklich betonen. Meines Erachtens ist das Ziel der Neufassung dieser Schranke nicht, dass sie möglichst oft und umfassend angewendet wird. Denn dort, wo es leicht auffindbare und preislich fair gestaltete Lizenzangebote gibt, werden diese sicherlich auch in Zukunft die erste Wahl sein. Gleichwohl brauchen wir diese Wissenschaftsschranke. Wir kennen die stark gestiegenen Preise und die Bündelungen in Datenbanken, die oft dazu führen, dass eben wissenschaftliche Werke schwerer zu lizenzieren sind für unsere Hochschulbibliotheken. Die Hochschulbibliotheken beschweren sich über Marktversagen und punktuelle Monopolbildung durch wissenschaftliche Großverlage. Die Länder wiederum beklagen die enormen Preissteigerungen bei wissenschaftlicher Literatur. Hier kann die Wissenschaftsschranke quasi als Überdruckventil dienen. Wenn nämlich die Verlage keinen angemessenen Lizenzangebote machen, hat der Wissenschaftler die alternative Möglichkeit, den Zugang zur Literatur eben über diese Schranke zu erhalten. Und ohne diese Wissenschaftsschranke bekämen wir meines Erachtens einen asymmetrischen Markt. Ich darf festhalten, dass wir natürlich insbesondere die Bibliotheken nicht vergessen sollten. Auch diese sollten wir in diese neue Regelung einbeziehen. Das ist sehr wichtig, dass hier Bibliotheken und Archive angemessen Berücksichtigung finden. Und vielleicht, wir kennen ja den Vorschlag des BMJV noch nicht, kann man auch in den Bibliotheksbereich die ein oder andere Anpassung auch in diesem Rahmen noch vornehmen. Ich denke an die Fernleihe, die elektronischen Archivierungsmöglichkeiten oder auch neue technische Möglichkeiten wie das Data Mining.
was wir gesetzlich natürlich noch ein ganzes Stück voranbringen müssen zum Wohle unserer Bibliotheken. Als Bildungs- und Forschungspolitiker bin ich überzeugt, dass sich Wissen und wissenschaftlicher Fortschritt möglichst schnell und unkompliziert verbreiten sollten. Das wollen wir mit einer Wissenschaftsschranke sicherstellen. Daher heute diese Debatte, daher der Druck auf das BMJV. Und ich danke ganz herzlich dafür. Vielen Dank. Nächste Rednerin in der Debatte ist die Kollegin Marianne Schieder für die SPD-Fraktion.